Da hat jemand Pipi gemacht. Gut, ab ins Kühlhaus mit uns. Das ist ein Ort, an dem man sein möchte. Huch. Die Türen gehen Schmackes auf und zu. Oh. Ja, da sollte ich dann vielleicht doch mal die Pistole nehmen. In Ordnung. Schinken, schütze mich. Schinken, der du bist am Haken. Schütze mich hier und immer da. Deine Verspeisung komme, dein Wille geschehe. Am Haken wie im Magen. Was auch immer. Finde ich schön, wie man die Blöcke so zerschlagen kann. Komm, hüpf. Komm, hüpf, mein Kleiner. Kleiner Flo. So. Ich bin Rocky. Ich übe auch Schlagen an irgendwelchen Hindernissen. Nicht doch. Ja, nee, ist klar. Habe ich durch ihn durchgeschossen teilweise, oder wie? Was willst du machen? Naja, Muni wäre gut. Kollege, hast du keine? Hast du keine? Hm? Naja, dann eben nicht. Ach, okay. Ach, ich muss es selbst wieder anhalten, alles klar. So, da gucken wir mal. Ich sehe schon, wie es läuft. Und zack. Oder auch nicht. Ich dachte, wir können den halt den Hebel wieder umlegen. Vielleicht aber auch doch nicht. Kann ich hier irgendwas machen mit den Rinderhälften? Stimmt. Nee, ich kann bloß Türen öffnen und schließen. Mehr nicht. Wie ich da oben an das Loch rankomme, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Da drüben geht's durch. Gucken wir nochmal von der anderen Seite. Hier geht's hier oben lang. Hä? Wie geht denn das? Ich weiß auch gar nicht, von... Oh, da gibt's was fürs Dingens. Für die Energie gibt's da etwas. Das müssen wir natürlich mitnehmen. So, ich weiß jetzt gar nicht, von welcher Seite ich das Ganze besteigen soll. Eigentlich ja von dieser hier. Kann ich denn... Klingt nicht so, als ob ich kann. So, zweite Frage. Kann ich denn? Sieht nicht so aus, als ob ich kann. Hm. Das stellt mich natürlich vor gewisse Probleme, denn ich bin der Meinung, es ist hier... Moment. Geht's da oben durch? Kommen wir hier irgendwie weiter? Tja, wenn ich jetzt wüsste, wie es funktioniert, dann müsstet ihr natürlich nicht so lange warten, aber dann wüsste ich es halt einfach schon. Das wäre ja auch langweilig. Ich muss es noch ein bisschen ergründen gerade. Ich glaube, hier drüben könnten wir erfolgreich sein. Wenn wir in dieser Ecke... Oder in dieser? Nee, da müssen wir erst hin. Hier gibt es gar nichts. Vielleicht auch irgendwo am Boden. Ich gucke mal nach oben. Vielleicht ist der am Boden irgendwo. Mensch, die Kamera, die spackt sich wieder einen ab. Bin ich ja ein bisschen ratlos gerade. Okay. Nicht auch in den Fingern ein paar von diesen Blutproben und das Mikroskop zu bekommen? Klar, ständig. Hat sich das geklärt? Also ich hoffe wirklich, Sie wissen, was Sie da tun. Nicht wirklich, aber das macht nichts. Ich stecke in der Pfütze fest. Hat sich das auch geklärt mit dem Eingang? Ja, ja, mach das. Ist mir egal. So, halt, nicht so schnell. Was? Bist du gerade einem deiner Kollegen zum Opfer gefallen? So, wir müssen hier lang, glaube ich. Der andere Weg, ja, das sieht sackgassig aus. Okay, jetzt müssen wir es irgendwie schaffen, hier drauf zu kommen. Kann das sein? Gut. Ah, Spitze. Ja, das lief doch wie am Schnürchen.
So, wie tief ist das Loch? Oh, das ist sehr tief. Ich sehe nichts. Achso, ich habe eine Taschenlampe. Ich vergesse es immer wieder. Sorry, Leute. Ich habe es echt vergessen. Ah, wieder mal Prasselhof angestellt. Aber was willst du machen? So. Ich glaube, das ist der zielführende Weg. Ich glaube, der bringt uns irgendwie nicht bloß zu irgendwelchen Bonusgegenständen und zu irgendwelchen Knochen, sondern ich glaube, der bringt uns auch in der Geschichte weiter. Nicht wahr? Schade, ich kann nichts mit dem Schädel machen. Wer hat die denn hier überall so schön hintrapiert? Sehr niedlich. Oh, da gehe ich nicht rein. Ich nehme bloß das hier mit. Ja. Hm, super. Ich glaube, so hoch waren wir noch nie mit der Energie. Gut, und dann können wir eigentlich auch einfach mal die Leiter nehmen. Leiter nehmen? Ach so. Ja gut, Leiter ist ein bisschen sinnlos. Habe ich das Gefühl. Es sei denn natürlich, man will den hier umgehen. Aber wir können auch einfach schießen. So. Hätten wir den. Und kommen da nicht drauf. Jetzt kommen wir da drauf. Was zum... was hat mich denn jetzt weggeschleudert? Also, na sag mal. Manchmal ist es ein bisschen komisch hier. Ich weiß nicht, ob es jetzt am Spiel liegt oder ob bei mir mal wieder der Computer irgendwas nicht verträgt. Was ich sehr traurig fände, weil es ein Spiel von 98 ist. Ich meine, da kann man ja schon mal erwarten, dass es funktioniert. Aber naja. Was willst du tun? Bald hat es ja ein Ende, hoffe ich zumindest. Ja, ich weiß doch, dass er mich erwischt hat. Ich hab's gesehen, ich hab's gehört, ich hab's gefühlt. So. Huch, Batterie alle? Oh ja. Tragisch. Kollege? Kollege? Merci beaucoup. Glaub lieber nicht an Wunder und Hilfe von außen. Verzieh dich lieber nach oben. Lebt nicht mehr, wie es scheint. Die funktionieren nicht. Aber wir können immer noch klettern. Oh, Quatsch. Das okay, war wir leben vielleicht ein bisschen länger, wenn wir zusammenarbeiten. Korrekt. So, waren wir denn hier schon mal? Nein, hier waren wir noch nicht. So, alles zerlegt. Moment kurz, wo sind wir denn? Ich habe doch gerade... Sektion D. Die hatten uns gesagt, wir sollen zur Sektion C gehen, wenn ich mich nicht irre. Ich guck mal ganz kurz oben nach, weil die ja alle lang zu gehen scheinen. Jetzt ist aber gut, mein Kleiner. Okay. Du schon wieder. Hä? Was willst du denn? Ich krieg dich noch. Kleiner Mistkerl. Der böse Koffermann. Ja? Eine Kollegin ist schon da. What the fuck? War aber ein eleganter Sprung durchs Fenster, also ich muss sagen. Für einen Wissenschaftler sehr elegant. Das war äußerst akrobatisch. Oh, ah. Bösewicht, Bösewicht. Bösewicht, das tut man nicht. Wo kommen wir denn hier hin? Handgranaten, habe ich genug. Okay. Hm. Das nützt nichts, aber wir kommen ja eh hier durch. Sag mal, das ist doch bloß ein Stück Brett. Also ehrlich mal. Oh, Leben, dankeschön. Das habe ich jetzt nötig gehabt. Moment. Wollt ihr mir sagen, meine Pumpgun ist voll? Das ist ja der helle Wahnsinn. Den kann ich dir ja jetzt gerade mal benutzen. Denn ich weiß ja, wo ich Nachschub krieg. Nerd. Okay, da nicht da runterfallen, das wäre ungut. Ich glaube, hier kommen wir nicht unbedingt... Ach doch, ich glaube schon. Ich glaube, das ist sogar der richtige Weg. Nee, ist klar. Ich höre auch was. Irgendein komisches Brummen. Ein B-Schlag von dieser Größenordnung ist extrem unwahrscheinlich.
Aber er ist passiert. Jetzt gehen wir aus dem Weg, bitte. Und du auch. Komm, zur Seite. Es war ich eine so große Belastung? Oh ja. Ach, hier sind wir. Alles klar. Okay, ich werde hier warten. Nein. Du sollst mitkommen. Okay, warum nicht? Du wolltest sowieso nicht mehr. Meine Gehirn, ihren Muskeln werden wir ein exzellentes Team abgeben. Na klar, jetzt kommt, Leute. Kommt, Leute. Und die Kamera bitte auch. Sie müssen mich hier lassen, Freeman. Du schaffst es nicht mal, die Treppen zu gehen. Oh Gott. Wo bin ich hier nur hingekommen? Ja, also dann los. Sorry. Ich musste gerade mal meinem Frust irgendwie Ausdruck verleihen. Das ist ja nicht zu fassen hier. Und wir können sie eh nicht retten, von daher ist es nicht so schmerzlich. Oh, das war tödlich. Nun gut. Neuer Versuch. Ach ja, nee, ich habe das Ding ja noch gar nicht. Irgendwie gab es doch so eine Mechanik, dass man weiter springen konnte. Oder habe ich das schon? Ach doch, scheine ich schon zu haben. Die scheint im Anzug zu stecken. Wenn man erst sich duckt und dann springt, dann springt man aus irgendeinem Grund weiter. Oh, da hängt ja einer. Gut, neuer Versuch. Halte aus, mein Freund. Ich rette dich. Nur noch ein bisschen. Ich bin gleich da. Warte. Nein. Warte doch. Oh. Sorry, Dude. Ich hab's nicht geschafft. Aber, also, ich hab's nicht geschafft, dich zu retten, aber ich hab's geschafft. Und das ist doch die Hauptsache, würde ich sagen, ne? Okay, komm ich gar nicht. Da komme ich. Aufzug ist sicher. Das ist schon mal gut. So. Wer macht mir die Tür auf? Niemand. Ach doch, geht von alleine auf. Feind in Sicht. High Security Storage Facility. Authorized Personnel only. Okay, Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle, wir haben uns ja jetzt zumindest ein bisschen schon mal rausgekämpft. Aha, das Militär ist da. Und wir haben es gerade gehört, irgendwas in äußerster Härte durchführen. Das klingt gar nicht mal so friedlich, ne? Gut, wie gesagt, ich werde an dieser Stelle mal eine Pause machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder. Ich hoffe, ihr freut euch, dass ich jetzt Half-Life spiele. Es hat sich ja mal jemand gewünscht gehabt. Ansonsten, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder, ne? Haut rein. Adieu.